wie die Taverne ist, wo meine Helden sind. Das sind meine Helden. Die kann man hier auch alle sehen. Das sind meine Helden. Mittlerweile viele Stufe 5er mit bei. Höher als Stufe 5 geht gerade nicht. Dazu müsste ich die Taverne aufwerten. Das mache ich auch nebenbei. Ich zeige auch gleich noch die Stadt. Die kann man auf Quests schicken. Die haben hier persönliche Quests. Wie man aber sieht, sie wären nicht bereit dafür. Also würde die Quest nicht abgeschlossen werden. Ich hatte die auch schon losgeschickt. Da war beide rot. Er ist jetzt aber gut ausgestattet. Denn man kann die Sachen, die man herstellt, auch den eigenen Helden hier anlegen. Das macht man, indem man hier rauf geht, hier raufklickt. Und dann kann man zum Beispiel, ich nehme jetzt mal sein Schwert weg. Könnte ich ihn also irgendwas anderes ausrüsten? Hier stehen ja auch die Kampfwerte. Hab aber nichts Besseres. Doch hier den Degen. Aber wie man sieht hier, dieser Avatar zeigt der Degen. Der hat jemand anders angelegt. Es ist nur insgesamt im Inventar vorhanden. So, will ich ihm also nicht wegnehmen. Also lege ich ihm einfach das Breitschwert wieder an. Und wenn man die Taste zum Beispiel hält, kann man auf den Marktplatz kommen. Aber über diese Art und Weise kann man nur kaufen, wenn man. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal versuche, hier. Dazu muss ich selber Stufe 20 sein. Also nicht der Charakter, sondern ich als Spieler hier, um diese Option nutzen zu können. Das bringt mir also erstmal nichts. Ich habe die aber schon ein paar Mal ausgerüstet. Hier, das habe ich hergestellt. Den habe ich irgendwie als Belohnung bekommen. Hergestellt, hergestellt, hergestellt. Das war schon dabei. Und hier eigentlich genauso. Den habe ich hergestellt. Das habe ich hergestellt. Der habe ich gekauft von anderen. Das waren Leute, die in meinen Laden kamen und haben mir die Sachen zum Kauf angeboten, genau wie die Fiole. Und so geht es halt hier immer weiter. So, wie gesagt, man kann hier Quests machen. Ach, hier kann man übrigens die Entwürfe abgeben. Dazu muss man aber eine bestimmte die täglichen Aufgaben erledigen. Hier habe ich irgendwie noch nicht ganz fertig. Und jedenfalls kann man sich dann diese, also wenn man 5 von diesen Entwurfsteilen gesammelt hat, kann man sich dann halt diesen Entwurf holen und die Sachen herstellen. So, die habe ich schon erstmal rekrutiert, kann sie aber noch nirgendwo einsetzen, weil ich dafür ich habe ihre Werkbank nicht. Ich glaube, sie sollte die Näherin sein. Ich mache gleich eine Quest. Durch die Quests habe ich hier eine Truhe bekommen. Aber der Schlüssel dazu, um die zu öffnen, kostet 25 Steine und die Steine habe ich nicht. Also lasse ich die Holztruhe erstmal ruhen hier. Die gibt es manchmal als Questbelohnung. So, ich kann die jetzt also auch Quests schicken. Das mache ich jetzt auch. Achso, sie haben hier ihre persönlichen Quests. Das habe ich, ach nee, das hatte ich ja gerade gezeigt. Das brauche ich jetzt nicht nochmal zeigen. Also, wenn neue Questreihen verfügbar sind, kämpfen wir erstmal ganz 10 Runden ganz normal. Während jetzt am Ende, jetzt kämpfe ich immer nur noch gegen die Endbosse. Das sind Endbosse, weil da geht es dann auch nicht, bis dann irgendwann mal was Neues kommt. Ich muss jetzt mal kurz gucken, was ist denn T1? Das ist das, was ich jetzt mache. T2 gibt es gar nichts. Verbesserungsplatz will ich auch mal kurz gucken. Ein verbesserter Questplatz ermöglicht deine Helden zu rasten, sobald der Questtimer abgelaufen ist. Also das heißt, ich muss sie nicht mehr anklicken, sie sammeln automatisch den ganzen Krempel ein und so weiter und so fort. Das gibt es auch beim Herstellen von Gegenständen. Man klickt also auf den Gegenstand, wo man theoretisch noch, da, sagen wir mal, einen Degen bräuchte noch ein, sagen wir mal, ein normales Kurzhandschwert. Dann stellt er erst das Kurzhandschwert her und dann den Degen automatisch, ohne dass man da jetzt selber dann nochmal reinklicken müsste. Ich schicke dir jetzt mal auf die Quest. Und was ist eigentlich T3? Da bin ich wohl noch nicht. So, verbotene Wiesel. Man kann seinen Helden auch rausnehmen. Den rausnehmen und einen anderen dazufügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ihn reinnehme, weil er schon Höchststufe ist, oder ihn reinnehmen würde, kann ich jetzt noch einen Gefährten mit reinnehmen. Zum Beispiel die beiden. Und ich schicke die jetzt los. Und kriegen dann halt mehr EP. Der Vorteil ist, wenn jetzt irgendwas ein bisschen schwieriger wäre und der Smiley wäre nicht grün, sondern gelb, würde also nur normal lächeln, würde ich die Quest trotzdem abschließen können, weil ich ja einen höheren Helden dabei habe. So, hier schicke ich jetzt auch nochmal rein. Die Sachen, die hier angezeigt werden, ich gehe nochmal kurz zurück. Hier, diese Steine und diese Mana, irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das heißt. Die brauche ich auch zum Herstellen von bestimmten Gegenständen, wie zum Beispiel Zauberstäben oder so. Also ist es schon wichtig, dass ich auch die Quests mache. So, ich könnte jetzt noch
den rausnehmen und dafür eine Stufe 5er mit reinnehmen. Der Vorteil ist, die sammeln dann auch doppelt oder zumindest mehr von diesen Steinen ein und es gibt eine eventuell höhere Belohnung. Das wählt dann immer so automatisch hin und her und hört dann irgendwann auf. Ist wie so ein Glücksrad in der Art. So, ich nehme also ihn hier. Kann jetzt noch einen Gefährten dazufügen. Dann nehme ich den, der ich schon fast fertig wäre. Bei dem hier, weil es ein niedrigeres, ich sag, nennen wir es mal Dungeon, ja, oder niedrige Questreihe war, gibt es hier nicht so viele Erfahrungspunkte. Das heißt, ich muss ziemlich oft durch dann. Es kann auch mal passieren, dass ein Gegenstand kaputt geht. Den kann man dann für die Steinchen reparieren. Oder man schmeißt ihn weg und versucht ihn selber nochmal neu herzustellen. So, und in 4,5 bis beziehungsweise 7 Minuten, das ist auch verkürzt, eigentlich lief das mal länger. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ist die Quest fertig und wie gesagt, dann gibt es dann die Belohnung. Das war eine Stadtanforderung hier. Ich kann leider nicht alles davon herstellen. Und zwar, wie zum Beispiel hier die Bänderpanzer, die kann ich nicht herstellen. Ich kann Breitschwerter, Halbpiken herstellen. Den Rest kann ich leider nicht herstellen. Das wäre meine Belohnung hier. Ich versuch's noch, dafür habe ich auch nur 10 Stunden Zeit und ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. So, machen wir erstmal zu. Ich hoffe übrigens, dass mein Internet nicht ausgeht. Hatte jetzt ein paar Mal Ausfälle mit dem Internet und wäre natürlich blöd, wenn dies passiert. Hier gibt es noch eine Arena. Da kann ich jetzt leider nicht rein, weil meine Einheiten noch unterwegs sind. Glaube ich zumindest. Nee, doch, die können rein. Das ist so eine Random Arena. Ich kann mir nicht aussuchen, gegen wen ich spiele. Ich gehe jetzt auf gratis spielen. Und der geht ja rein nach alle ab. Ihr seht schon hier, ich spiele gegen 12er. Gut, ich bin selber 12, obwohl hier würde das ungefähr hinhauen. 270. Ja, doch, das könnte funktionieren. Ich beginne jetzt meinen Kampf. Und es geht halt der Reihe nach. Bisher hatte ich alle verloren. Das war auch eine Quest. Da gibt es noch so eine Tutorial-Miete, die hilft einem noch dazu. Zeigt einem, was man wo wie machen kann. Also führt einen dann da durch. Ist das nicht so, dass man das alles alleine machen muss? Ich wollte das jetzt nur nicht nochmal aufzeichnen. Also bis auf den Ming, so heißt der hier, Ming, ist der Herr hier überall besser. Hat schon die besseren Sachen. Wie man sieht, ich werde hier nicht gewinnen. Ich glaube nicht, dass ich hier gewinnen werde. Guck mal, der ist Rang 50, so wie das aussieht. Den habe ich, glaube ich, irgendwie fertig gemacht hier. Man kann es auch beschleunigen hier, könnte ich auch gleich mal machen. Weil da kommen noch weitere Kämpfe. Das wird auch sonst noch ein Weilchen dauern. Den Kampf könnte ich überspringen, aber ich weiß nicht, ob der dann abgebrochen wäre. So, Niederlage, nichts Neues für mich. Das ist echt nichts Neues für mich. Jetzt kommt bestimmt ein. Ja, hier wieder ein Russe, Rang 500 hier. Ich könnte mir einen neuen Gegner aussuchen, aber man weiß ja trotzdem nicht, was kommt. Guck dir das an. Der ist nur zwei Ränge über mir und der Typ hat hier schon 2300 irgendwas. Und mir hat schon. Also ich habe schon irgendwo gelesen, dass die Russen hier auch alles Mögliche kaufen, woher sie das Geld auch immer haben. Ja, ich sag mal, Russen in Online-Spielen, das ist so eine Sache für sich. Nichts gegen Russen, aber das ist manchmal echt schon mysteriös, ne? Aber okay, wir beginnen einfach mal den Kampf. Ich werde mal ein bisschen beschleunigen hier. Ja, erhalten, ausgelöst. Natürlich ist klar, dass ich den nicht fertig kriege. Ich könnte das hier alles überspringen, aber brauche ich nicht. Ich habe mir doch schon ein bisschen was an Leben abgezogen, aber. Sein Ring ist beschädigt. Die Aufstellung ist komisch, weil er hier oben steht. Klar, dass eine Niederlage war, das wundert mich nicht mehr. Wer kommt jetzt? Ah! Ein chinesischer oder koreanischer Kollege. Der ist zum Beispiel. Und hier sieht man, er ist auch nicht so weit oben wie gerade die ganzen Charaktere von den Russen, von dem russischen Kollegen. Und ich habe heute schon gegen ein paar Russen gespielt und es waren alles Ob-Charaktere. Ja, auch wenn so eine Stufe höher war. Also ultra brutal überzüchtet, wirklich das teuerste vom teuersten irgendwie im Haus, im Auktionshaus gekauft oder so. Also das ist schon irgendwie lächerlich.
Den hier werde ich, glaube ich, auch nicht schaffen. Das sieht jedenfalls nicht so aus, aber ich mach's mal schneller. Das ist jedenfalls die Arena, so sieht sie aus. Ich beschleunige das mal alles hier, weil ich will gleich noch die Stadt zeigen. Dip. Ja, doll ist nicht. Wie gesagt, ich werde es leider wieder nicht schaffen hier. Ich habe noch nie gewonnen, das ist so schlimm. Okay. Kronjuwelen erhalten, ja, null. Null. Ich verstehe das nicht. Warum steht da, ich habe sie erhalten, wenn es null sind? Das hatte ich nämlich vorhin auch schon. So, jetzt will ich aber keine Kämpfe mehr machen hier. Hier. Was sage ich? Einer in meiner Stufe und guckt. Da, der ist schon wieder so relativ überzüchtet hier. Aber okay, ich habe jetzt erstmal keine Lust hier weiterzumachen. Nicht, weil ich jetzt die ganze Zeit verliere, aber wie gesagt, ich will ein paar andere Sachen zeigen. Hier ist eine Quest fertig. Die ziehen wir uns noch kurz rein hier. So, ich sammle die ein. So, jetzt klackert das hier hin und her und bap. Gut, ich krieg öfter das, was. weniger vorhanden ist, beziehungsweise den niedrigeren Betrag, aber ist egal. Ich schicke jetzt nochmal welche los. Ach so, ja, genau, die haben eine Abklingzeit. Wie man sieht, hier ist niemand anderes vorhanden, nur er, weil er keine Abklingzeit hat. Die haben bis zu 5 Minuten Abklingzeit, das wird sich wahrscheinlich legen, wenn man die weiter aufgestuft hat und dergleichen. So, wir gehen mal in die Stadt, das ist meine Stadt. Brunzenbüttel. Komischerweise wird hier gerade kein Name angezeigt. Ich gehe immer über den Laden rein hier. Die Verbesserung ist abgeschlossen. Wir haben zwei Plätze mehr. Irgendwie ist die Musik gerade so laut, das irritiert mich. Ich verplapper mich selber hier die ganze Zeit. Ach so, hier, den kann ich ja vielleicht schnell was verkaufen. Leider nicht. Man kann auch, wenn ich jetzt schon mal bin, den andere Sachen anbieten hier. Das ist die Energie hier oben. Dafür ist die Energie wichtig. Die kann man auch erhöhen. So, er will eine Keule kaufen. Diese Keule habe ich nicht. Ich könnte ihm aber empfehlen, diese Handschuhe. Die werden nur empfohlen, weil ich sie auch habe. Sonst werden sie nicht angezeigt. So, dafür werden aber 5 Energie abgezogen. Und ich verkaufe sie ihm jetzt. Zack. Manchmal kriege ich hier noch wieder eine Energie zurück. Oder häufiger gibt es halt eine Energie zurück. So, genau wie hier. Ich habe diesen Brusthandschuh einfach nicht hier. Empfehle ich ihm also auch diese Handschuhe, weil ich die habe. Davon habe ich viele hergestellt. Weil ich Qualität erhöhen wollte. Und ja, wie gesagt, man kann halt auch Sachen empfehlen. Man kann ihm auch Komplimente machen, aber manchmal steht da, ja, es kann sein, dass es Energie auffüllt oder Energie abzieht, weil man nicht weiß, wie er darauf reagiert. So, er will Panzerhandschuhe haben. Die habe ich glücklicherweise noch. Den Stab habe ich jetzt nicht. Also empfehle ich ihm einfach die Keule, die einfach gar kein Geld bringt. Weg damit. Aber egal, ab in die Stadt. Jetzt stehen hier die Namen. So, Brunzenbüttel, das ist mein Rathaus. Man kann einfach hier einmal auf Investieren klicken. Oder man zieht den Regler, je nachdem wie viel man hat, komplett bis hoch. Klickt auf Investieren und kriegt, wie hier in dem Fall, ein neues Gebäude. Bekommt einen Gemeinschaftsbonus und einen Sofortbonus. Bei den Sachen hier, wie zum Beispiel Sägewerk, wäre der Sofortbonus diese Anzahl an Holz plus dieses Holz sofort dazu im Inventar. Also könnte man das halt auch gleich verwenden. Und ich weiß nicht, warum hier noch ein Timer läuft, aber wahrscheinlich bis die Stufen wirklich dann ausgebaut sind und dieser Effekt eintritt. Ja, genau so wird es sein. Deswegen ist das Sofortbonus und das kommt erst, wenn es fertig ist. Hier sieht man, wer wie viel investiert hat. Man kann also eine eigene Stadt gründen hier oder man tritt einer Stadt bei, so wie Frau Franz das gemacht hat. Ach so, jetzt verstehe ich. Je länger man sich hier aufhält, desto. Ja, ist klar, wird nicht angezeigt. Hier gibt es eine Schmiede und hier sieht man auch Maximalstufe für den Waffenschmieden erhöhen. Das heißt, immer wenn ich Sachen herstelle, kriegt er ein bisschen Erfahrungspunkte und steigt dann dadurch auf, wird also besser an seiner Fähigkeit und ich habe hier übrigens schon wieder was verkauft, sehe ich gerade. Ach, guck mal, der Speer war verkauft. Schöne Sache.
Und ja, stellt dann halt die Sachen auch schneller her, die ihr herstellen soll. Hier ist noch ein Marktplatz. Hier sind so viele Sachen, die haben alle irgendwie einen Nutzen und irgendwie auch einen Sinn. Das ist die Trainingshalle. Wenn ich jetzt, also hier kann ich kann es ja mal eben zeigen. So. Ich investiere jetzt 750. Das macht mir nichts, wenn das wenigste kostet hier Geld. Also ich brauche zum Herstellen von Gegenständen, brauche ich kein Geld zum Beispiel, kein Gold. So, die Erfahrung wird vergrößert und Stärkebonus 25%. Zack. Er kann jetzt also aufsteigen bis Stufe 7. Das heißt, ich kann noch viele, viele Quests machen, bis er dann mal endlich aufgestiegen ist. Und das sind also diese Sofortboni hier. Marktplatz habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, oder? Habe ich den doch? Tempel. Ja, das ist hier dieser Min. Er ist halt. Guck mal hier, Stärkebonus. Jetzt sehe ich das auch. Erfahrung vergrößern. Ja, Min ist halt so ein eher geistlicher Typ, ne? So ähnlich wie so ein Magier oder Priester ist er, glaube ich. Und ja, das ist so eigentlich so ziemlich alles hier, was es hier zu erklären gibt. So funktioniert so also das Spiel. Es kann wirklich süchtig machen, wenn man so eine Art von Spiel mag. Ich habe das auch nebenbei schon laufen gehabt. Ich habe das heute Morgen, ich stehe auf, einen Kaffee gemacht und sofort ging's los. Dieses Geklimper bedeutet, ach so, hier ist auch noch was. Das sind die Stadtverbesserungen, aber ich habe noch keine einzigen Sternchen hier. Ich habe keinen Städteruf, weil wir ja nicht wirklich was ausgebaut haben hier. Man bräuchte also 1000 Krönchen, um hier diese Sachen aufzuwerten. Verbesserung Eisenmine gibt es also 5% Erz mehr. So, können wir gerade nicht. Und auch hier gibt es eigentlich nichts aufzuwerten. Ist leider so. Wird vielleicht ja irgendwann noch besser. Wir sind ja auch gerade nur zu zweit. Was wollte ich jetzt? Ach, was ist denn das hier eigentlich? Ach, hier sieht man die Spieler, genau. Das ist mein Grundvermögen. Also das Geld, was ich insgesamt bisher hatte, und das ist ihr's. Das ist wohl die Wertung A. Hier ist anstatt, also wie im Amerikanischen und Englischen, ist halt eine Note 1 ist halt ein A und eine Note 4 ist halt ein D. Ne? Hier kann man noch ein paar Leute einladen. Ja, irgendwann wird es vielleicht mehr werden oder auch nicht. Dann machen wir das halt zu zweit. Wie schnell sie Stufe 10 geworden ist. Ja, das ist der Wahnsinn. Weil ich habe gestern bis 5 gespielt und das hat schon 3 Stunden gedauert oder so. Aber gut, gestern gab es auch nicht den 2% Bonus. Er scheint wohl vielleicht immer Wochenende da zu sein. Weiß ich nicht genau. So, ja, was wollte ich noch erklären? Eigentlich nichts mehr. Ich wollte zurück, Taverne ist fertig. Genau, meine Quests sind abgeschlossen. So, Min steigt ja erstmal nicht auf. Müsste ich ja seinen Tempel da erweitern. So, mal sehen. Ich hoffe, ich kriege die etwas höhere Belohnung. So, scheiße. Ich dachte jetzt echt, ich kriege das höhere. So, hier ist auch abgeschlossen. Kriege ich meine Steinchen hier. Gut, wenigstens ist bei ihm nichts kaputt gegangen, weil jetzt in letzter Zeit ist häufiger Sachen kaputt gegangen, die ich da reparieren musste. Wo ich glaube, nächstes Mal, wenn ich weiß, dass ich sie selber herstellen kann, werde ich sie wohl eher entsorgen, denn ich kriege hier wenig Steinchen zusammen. Ja, das war es dann eigentlich soweit gewesen. Shop Heroes. Unterhaltsam, wenn man, wie gesagt, sowas mag. Wenn man es nicht mag, dann braucht man sich das Spiel gar nicht runterladen und kann sich den Gigabyte oder was das ist hier sparen. Gibt es aber, wie gesagt, bei Steam gratis im Moment jedenfalls. Man kann auch einen Pack dazu kaufen. Ob das jemand macht, ja, weiß ich nicht. Muss man jeder selber entscheiden. So, schon wieder was verhökert hier. Ach so, den habe ich immer noch nicht hergestellt. Und den habe ich auch noch nicht. Das mache ich dann gleich mal. Ich werde wohl noch ein paar Stündchen spielen hier. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh. Würde mir helfen. Und wenn nicht, dann pfft ihr euch ins Knie. Nein, dann geht ihr halt einfach weg hier. Dann will ich euch nicht sehen. Also, ja, viel Spaß noch beim Zocken. Schönen Sonntag oder wann auch immer dieser scheiß Video hier irgendwann mal hochgeladen wird. Wir sehen uns, haut rein, bis dann, ciao, ciao.